Blaster, 9 Höhlen. Der Stein sieht aus wie so eine Muschel. Eine Meerjungfrau. Das sind diese Dinger, wo man mit dem Donnerring gegenlaufen soll. Dann kommt da ein Blitz runter. Okay, also gleich stehen bleiben funktioniert nicht. Lyra befreite ein Engelfisch. Durchgang, ich glaube, da müssen wir jetzt auch schon rüber. Mehr war hier unten nicht. Okay, also diese Muschelglieder sind hier ein bisschen heller. Dich will ich erst weg haben. So schon mal nicht. Achso, man kann auch noch ein bisschen mit drücken, dann seine Kugel dahin holen. Beziehungsweise schicken. Ich nehme trotzdem lieber die Lichtpfeile. Achso. Wenn wir von hier die liegen. Steine alle weg. Und meine Lieblingsvögel. Nuhü. Kommen wir so erst raus, wenn man in die Nähe der Monsterhöhle geht, okay. Meerjungfrau. Ja, den nehmen wir mal mit. Auf der linken Seite ist das Ganze hier gespiegelt. Ein Schadenspunkt gefehlt. Delfin. Oh, alle wieder da. Irgendwo soll eine sein. Auch hier die Steine weg. Ja, nehmen wir noch mal. Level up, Level 13. Noch nicht. Eine Höhle ist hier noch.
Mit Metalläffchen. Machen wir erstmal die Fische weg. Die Fische ist gut, den Fisch meine ich. Und dann rüsten wir mal den Ring aus. So, put, 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 put. Weg sind die beiden. Und da haben wir die vierte und letzte Statue. Was haben wir alles befreit? Einmal hier oben. Ich habe die Königin in meinem Traum gesehen. Sie sah sehr traurig aus. Es war in der Nähe eines versunkenen Schiffes. Bitte rettet die Königin. Mit euch möchte ich nicht nochmal tanzen. Da ist der Engelfisch. Ich bin der beste Springer. Schau nur. Ja, toll. Servas ist der Name meines Freundes, dem Delfin. Hier müssen wir, glaube ich, nicht mehr hin. War rechts noch was? Ich glaube, hier rechts unten noch ein Engelfisch. Ich habe nicht gewusst, dass die Unterwasserwelt sich von der Welt über Wasser unterscheidet. Großartig. Nee. Ab in die Mitte. Mach hier schon auch noch einer. Im Korallenriff hausen viele gefährliche Monster. Benutze unbedingt deine Magie. Ich werde den Weg freimachen. Gehe über den Meeresboden und du wirst ein Geisterschiff finden. Das ist unser nächstes Ziel. Mir fällt aber gerade noch eine Sache ein. Ein Delfin haben wir noch befreit. Den hier. Der pennt. Jura berührt den Delfin mit dem Traumstab. Ich habe hier einmal gelebt. Ich versuche mich an etwas zu erinnern, aber es gelingt mir nicht. Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich so etwas wie ein Ball leuchtend schwarz. Dann gehen wir nochmal in seinen Traum rein. Und rüsten leuchtend schwarz nicht unbedingt die große Perle aus. Die Perle! Ja, ich wollte diese Perle weggeben. Dies ist das Korallenriff. Ich habe diesen Ort vermisst. Damit haben wir uns einen neuen Durchgang geschaffen in dem Gebiet, in das wir jetzt gehen werden. Dann Abfahrt! Der Meeresboden, noch vier Monsterhöhlen übrig. Ich krieg die irgendwie nicht rechtzeitig platt, bevor die schießen. Durchgang da unten. Engelfisch. Den Durchgang hier haben wir im Traum des Delfins freigeschaltet. Ich finde die einfach nur nervig. Die geheime Höhle. Emblem D. Damit haben wir jetzt zwei Embleme. Schön daneben. 80 Juwelen. Leer, großartig. Und Heilkräuter.
Das Ding kriegen wir jetzt, glaube ich, auch schon zum dritten Mal. Der Rochen kann diesmal nicht zum Schießen, sehr schön. Oh, hier stehe ich gut. Jura befreite ein Delfin. Und wenn man da unten rechts müsste es, meine ich, auch noch rangehen. Jo. Und hier finden wir eine Truhe. Mit einem Kraftarmband. Das Benutzen dieses Gegenstandes verdoppelt deine Angriffskraft. Dann nehmen wir das Ding rein. Das Durchwühlen hier dauert aber auch ein bisschen. Jo, dann sind auch die fetten Viecher viel schneller platt. Eine Höhle gibt's noch. Wo hab ich denn die jetzt übersehen? Nee, das ist die hier, wo ich erst noch drauflaufen muss. Die zählt noch als aktiv. Jo, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Wenn du durch das Korallenriff reist, wirst du einen Weg zu einem Fluss finden. So, ihr Freund der Delfin ist da. Der pennt wieder. Jetzt sind wir auf einem Schiff drauf. Du hörst eine Unterhaltung zwischen einem Vater und seinem Sohn. Vater, wie lange ist das Schiff jetzt schon gesunken? Ich bin zu hungrig, um noch weiter zu reisen. Werden wir sterben? Servus, mein Sohn. Manche Leute glauben, dass das menschliche Leben nicht mit dem Tod endet. Sie glauben vielmehr, dass man als neuer Mensch die Erde wieder betritt. Für sie gibt es das ewige Leben. Ich eier hier schon wieder. Da kommen wir nicht hin. Punkt. Oh, ich höre eine Stimme. Vielleicht ruft mich der Meister. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus, Kinder? Jemand ruft mich. Was ist das? Ich habe gerade ein Juwel in die Schatztruhe dort gelegt. Ich hoffe, dass ihn jemand finden wird. Okay. Was hatten wir noch? Haben wir mit der schon gequatscht hier? Ich habe die Königin eher in ihrem Traum gesehen, die hatten wir schon. Ja, ist gut. Hallo, ich habe ein paar Heilkräuter aus Algen. Möchtest du welche? Ja, meinetwegen. Heilkräuter sind wirklich selten. Ich kann dir nicht viele geben. Ergibt Sinn, waren voll Lebensenergie und haben noch eins im Gepäck. Aber da können wir uns jetzt jederzeit neue Heilkräuter abholen. Dann noch einmal flott hier unten rein, da war nämlich, meine ich, auch noch eine Meerjungfrau. Das Korallenriff ist die Heimat der Delfine. Die Perlen des Riffs sind ihr Schatz. Okay. Ich meine, es müsste es gewesen sein. Schleim.
Ich meine, die Flammen müsste man auch kaputt hauen können, aber die geben keine Erfahrungspunkte, also lohnt sich das nicht. Die Schleimdinger haben eine gute Rüstung. Ziemlich viele Lebenspunkte, brauchen wir trotzdem 3 Treffer. Müssen wir warten, bis der Totenkopf runterkommt. Da ist er. So spannend ist der Bosskampf nicht. Ich bewege mich hier nicht vom Fleck. Das war's auch schon. Jura befreite die Königin. Eure Majestät! Eine wunderschöne Stimme kam aus dem Inneren des Palastes. Ich bin die Königin der Meerjungfrauen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber danke, dass du mich befreit hast. Kehre bitte zum Palast zurück. Machen wir. Damit sind die Feuer jetzt auch gelöscht. Hier war ja noch die Truhe, die habe ich eben übersehen. Und da ist das Juwel drin, was er was da reingelegt hat. Ich bin froh, dass du zurückgekommen bist. Vielen, vielen Dank. Ich kann kaum glauben, dass sie wieder da ist. Lu hat mir von dir erzählt. Du hast mich gerettet. Alles fing damit an, dass ich in den Juwel gesehen habe, den Lu hatte. Weißt du nicht das Juwel? Ein kurzer Blick in den Juwel und schon hatten Verlangen und Hass die Kontrolle über mich. Kurz danach verschwanden alle Kreaturen. Und die Monster rissen die Macht an sich. Vielleicht haben wir durch die schlechten Gefühle die Monster selber geschaffen. Ich werde dir den blauen Stein geben. Reise auch in andere Regionen und befreie dort alle Kreaturen. Haben wir vor. Damit sind wir hier durch. Eine Stimme kam aus den Wolken. Wir möchten uns bewegen. Und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Bis neulich!